Mein Lieblingsplatz in Kalifornien ist, weil man sich so schön willkommen geheißen fühlt, weil man sich fühlt wie zu Hause und weil es einfach lecker ist. Veganes Soulfood per excellence. Moncal Vegan in San Diego kann man einfach jedem ans Herz legen. Die beiden Besitzer, Don und Prinzessa, haben eigentlich auf einem kleinen Farmers Market angefangen und dort Donuts und Kuchen verkauft, was sie auch immer noch hier tun, und wollten ursprünglich einfach nur einen Donutshop eröffnen. Dann fing an, Don ein bisschen zu kochen. Sie haben ihr erstes Restaurant eröffnet, was zu klein war, und sind jetzt in ein bisschen größeres Restaurant, was aber immer noch klein und herzlich ist. Es gibt immer noch den leckeren Donuts, immer noch den gigantischen Kuchen und noch ein bisschen mehr Essen, als es vorher gab. Zusätzlich können die beiden jetzt auch noch Wein und Bier servieren, was nicht so einfach ist in den USA, aber hier haben sie auch eine Lizenz dazu bekommen und sind in einer wunderschönen kleinen Residential Neighborhood, wie man sagt. Das sind überall ganz kleine Geschäftchen und es hat irgendwie alles Charme hier. Nicht weit weg ist auch ein Farmers Markt, da wo die beiden hergekommen sind, den man auf jeden Fall besuchen sollte, wenn man sonntags hier ist. Da kann man hier auch super brunchen, das habe ich heute auch gemacht. Da gab es eine schöne Brunch-Option, dann, weil es gerade Pumpkin-Saison ist, so Pumpkin-Waffles, ein Pumpkin-Shake, eine leckere Limonade. Kommt einfach her, sagt, dass ihr aus Deutschland kommt und fragt nach Don oder Prinzessa und ihr werdet einfach Spaß haben hier drin. Es ist einfach schön. Quirliger Place ist total busy, immer viel was los. Und Moncal Vegan ist ganz, ganz, ganz viele Kilometer wert, die man hierher fliegen oder herfahren muss. Einfach ein herrlicher Ort. Mehr kann ich dazu nicht sagen, weil es so wunderschön ist.